Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute kommt mal die Auflösung vom Quiz. Ich werde euch auf jeden Fall im Hintergrund mal die Tabelle einblenden, wer alles dran teilgenommen hat. Es waren auf jeden Fall sehr viele. Alle, die das Quiz nicht machen konnten und dann unter das Video das geschrieben haben, die habe ich dann separat hinzugefügt und habe deren Antworten eingegeben. Und da steht dann auch immer in Klammern hinter Video. Die einzigste Person, die alle Fragen richtig beantwortet hat, war Einhorn. Auf jeden Fall echt Respekt. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch Epic Leo. Er hat auf jeden Fall auch fast volle Punktzahl. 9 von 10 ist auf jeden Fall auch sehr krass. Echt stabil, Leute. Ja, an alle anderen, ihr habt eigentlich auch im Großen und Ganzen ein gutes Ergebnis abgeliefert. Viele haben auch 7 von 10, ist auf jeden Fall auch sehr stabil. Ich hätte gesagt, wir machen noch kurz die Fragen durch, dass das Ganze auch Sinn ergibt. In welchem Monat bist du geboren? Ich bin im Juli geboren. Viele haben sich das auch schon gefragt, wann ich Geburtstag habe. Genaues Datum will ich eigentlich nicht sagen, aber der Monat habe ich mir gedacht, ja, Juli. Leute, da wisst ihr Bescheid. Dann, was benutzt du am meisten? Ich benutze am meisten YouTube, weil ich ja auch meistens YouTube-Videos produziere und Livestreams und so. Deswegen mache ich jetzt schon YouTube am meisten. Was ist dir wichtiger? Familie und Freunde? Leute, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Würde ich auch jedem raten. Gar nichts geht über die Familie. Da ist egal, wie viel Geld man hat. Familie und Freunde sind auf jeden Fall ganz wichtig, Leute. Bist du ein Hundemensch oder ein Katzenmensch? Ich bin beides. Ich mag Katzen wie auch Hunde. Ich finde jetzt beide eigentlich niedlich. Deswegen habe ich das auch ausgewählt. Welche übernatürlichen Kräfte wünschst du dir? Teleportation. Ja, ich finde das nicht schlecht, weil so hätte man zum Beispiel an einem Ort viel mehr Zeit. Und wenn man jetzt halt zum Beispiel, ich sag mal, man muss jetzt, was weiß ich, zur Schule. Dann kann man früh sich viel mehr Zeit lassen und kann sich einfach kurz vor Schulbeginn da einfach hin teleportieren. Das wäre richtig geil. Was ist dein Sternzeichen? Krebs. Also Krebs ist die richtige Antwort, Leute. Hätte man sich auch ausrechnen können, weil wenn ich im Juli Geburtstag habe und ja, man die Antwort richtig hat, dann hätte man sich auch ausrechnen können, dass ich Krebs als Sternzeichen habe. Wie viele Kinder möchtest du? Ich möchte 2 Kinder, Leute. Also ich bin so zwischen 1 und 2 Kindern. Wenn es 1 wird, dann ein Junge. Wenn es 2 werden, ein Junge und ein Mädchen. Mal schauen, wie das Ganze sich dann irgendwann mal entwickelt. Zuerst muss die Freundin her, danach können wir über Kinder reden. Welches Handy würdest du wählen? Ich würde das Huawei P20 Pro wählen. Ich bin allgemein eigentlich ein sehr großer Huawei-Fan. Einfach aus dem Grund, zum Beispiel mit Apple komme ich nicht klar mit dem Knopf. Ich habe auch gehört, dass Apple jetzt den Knopf bei den neuen Handys, glaube ich, entfernt hat. Aber ich finde auch Apple extrem teuer, deswegen, ja, Huawei. Wie viele Beziehungen hattest du? Ich hatte wirklich noch keine Beziehung, Leute. Das ist auf jeden Fall, finde ich auch sehr krass. Ich habe es noch nicht geschafft, in eine Beziehung reinzukommen. Das ist auf der einen Seite traurig. Ja, es ist einfach nur traurig. Was ist dein Traumauto? Mein Traumauto ist ein Lamborghini. Ja, war eigentlich schon immer mein Traumauto. Ich habe auch 2 Modellautos in meinem PC drin stehen. Wenn ich die Roomtour mache, kann ich euch die mal zeigen. Ja, sieht gut aus auf jeden Fall. Und ja, ich hätte gesagt, Leute, das war's mit dem Quiz. Krass auf jeden Fall, wie viele Leute daran teilgenommen haben. Gewonnen hat Einhorn. Sie hat die meisten richtigen Fragen richtig beantwortet. Es waren ganz viele ganz knapp dabei. Seid nicht traurig, Leute, dass ihr zum Beispiel die 5 Robux nicht gewonnen habt. Es kann nicht jeder gewinnen. Deswegen einfach in den Livestreams aktiv sein. Da werden wir vielleicht ein paar noch verlosen. Vielleicht bei Skin Contest in der Drop Me mal schauen, ob wir da vielleicht noch eins als Preisgeld ausschreiben. Ich hätte gesagt, wir überweisen jetzt noch schnell Einhorn die 5 Robux. So, ausgezahlt, Leute. So, Leute, ich hätte gesagt, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr alle eine positive Bewertung da lassen. Vergesst nicht zu abonnieren an alle, die das noch nicht getan haben. Glocke aktivieren, ganz wichtig. Dann bekommt ihr auch Benachrichtigungen. Nächstes Video, mal schauen, wann das kommen wird. Wird auf jeden Fall ein aufwendigeres Video, deswegen. Ich schätze mal vielleicht in der Woche oder so. Kann es aber nicht genau sagen. Vielleicht wird es ein bisschen länger dauern. Livestreams sind immer Dienstag und Freitag. Ihr wisst Bescheid. 19 Uhr bis 21 Uhr. Dann hätte ich gesagt, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Livestream oder zum nächsten Video. Ciao.